Unser Reporter Sven Böttger ist ja von Anfang an beim Musikfest dabei. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er selbst zum Instrument greift. Heute ist es geschehen. Und Sie können nun erleben, wie musikalisch er ist, beziehungsweise wie viel die anderen Musiker ertragen können. Ja, bevor es richtig losgeht hier beim Musikfest mit dem Musizieren, muss man sich erstmal warm machen. Und in der Schweiz geht das so. Nicht nur der Musikverein Rousville aus der Schweiz ist schon auf Betriebstemperatur. Überall in der Stadt klingt es bereits am frühen Morgen. Sogar der Bürgersteig wird zum Konzertsaal. Da schläft man nicht viel, da feiert man von früh bis abends Musik und das ist richtig toll. Und man merkt es ja, die Leute sind auch unterwegs. Ich bin infiziert, aber mir fehlt das Instrument. Kein Problem, dafür gibt's das MDR-Musikprojekt Clara. Hier kann man sich aus einem Stück Gartenschlauch ein Horn bauen. Tja, ich meine, große Karriere vor, oder? Er hätte es nicht sagen sollen, der Eckehard, denn nun muss ich gleich in sein Tonstudio. Meine erste Aufnahme. Es spielt das MDR-Sinfonieorchester und der Gartenschlauch-Hornist. Naja, verbesserungswürdig. Vielleicht geht es ja einfacher mit der Querflöte. Das Tambourchor aus der Nähe von Köln hat ziemlich viele davon. Kalli, der Orchesterchef, überlässt mir sein Spielgerät und ich flöte munter drauf los. Schon mal nicht schlecht, aber jetzt die Königsdisziplin, den Taktstock schwingen. Was muss ich beachten? Am besten, da du es noch nicht so oft gemacht hast, einfach bis 4 zählen und dann... Na dann, mein erster Auftritt als Dirigent. Es läuft wie geschmiert. Chemnitz ist begeistert und meine Musiker erst, wobei die wohl auch ohne mich ganz gut zurechtgekommen wären.